Ein ganz herzliches Hallo zu dir, ja, zu einem neuen Seelenimpuls-Podcast. Ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn sie enthält so viel Inspiration für dich und ich möchte dir hier ja ein Stück einer Geschichte vorlesen, die ich freitags momentan auf Clubhouse lese. Und zwar aus dem Buch Sarah und die Eule. Das ist die Geschichte eines kleinen Mädchens, die sich Gedanken über das Leben macht, die sich ja ganz viele Fragen stellt, die ganz viel hinterfragt und die einen weisen Lehrer kennenlernt. Ich möchte auch gar nicht zu viel verraten. Ich muss dir hier verraten, dass dieser Lehrer eine Eule ist. Und dass Sarah mit dieser Eule ganz wundervolle Stationen ihres Lebens betrachtet, obwohl sie eben noch so jung ist und eigentlich in der Schule aufpassen sollte. Eigentlich sollte sie im Haushalt helfen, dieses oder jenes lernen. Aber Sarah hat für sich entdeckt, dass sie sich ja, Zeiten und Raum nehmen kann, indem sie mit der Eule zusammen sein kann. Wann hast du deine Flügel verloren? Ist ja der Titel dieser Folge und du wirst auch gleich noch bemerken, in welche Richtung das es geht. Ich möchte dir jetzt hier zu Beginn mal ein Stück dieser Geschichte vorlesen und dann auch noch mal tiefer eintauchen, weil nämlich auch in meinem Leben jetzt vor kurzem einiges nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Also, lass dich überraschen. Jetzt tauchen wir erstmal in diese Geschichte ein, die hier im Kapitel 9 spielt. Ich wünschte, ich könnte fliegen. So wie du, Salomon. Warum, Sarah? Warum würdest du gern fliegen? Ach, Salomon, es ist so langweilig, immer nur auf der Erde herumzugehen. Es ist so langsam. Man braucht ewig, um irgendwo hinzukommen. Und man kann auch nicht viel sehen. Nur die Dinge, die hier unten auf der Erde sind. Wie langweilig. Sarah, es kommt mir vor, als hättest du meine Frage nicht beantwortet. Hab ich aber, Salomon. Ich sagte, ich würde gern fliegen, weil... Weil du nicht auf der langweiligen Erde herumlaufen wolltest, aber du hast mir nicht gesagt, warum du fliegen möchtest. Du hast nur gesagt, warum du nicht fliegen kannst. Du hast nur gesagt, warum du nicht fliegen möchtest. Dies ist ein hakiger Satz hier drinne. Du hast nur gesagt, warum du nicht fliegen möchtest. Das ist etwas anderes? Aber ja, Sarah, erst etwas völlig anderes. Versuch es noch einmal. Du merkst schon, mich bringt dieser Satz auch gerade ein bisschen ins Ruckeln, aber das macht gar nichts. Ich werde das auch so drin lassen. Sarah war zwar überrascht, dass Salomon plötzlich beschlossen hatte, so kleinlich zu sein, aber sie setzte noch einmal an. Also gut, ich möchte fliegen, weil gehen nicht besonders viel Spaß macht und weil man hier auf der Erde nur langsam vorankommt. Sarah, merkst du, dass du immer noch darüber redest, was du nicht möchtest und warum es nicht möglich ist? Versuch es noch einmal. Okay, ich möchte fliegen, weil... Ich verstehe es nicht, Salomon. Was soll ich denn sagen? Ich möchte, dass du mir sagst, was du möchtest, Sarah. Ich möchte fliegen,
schrie Sarah, die von Salomons Begriffsstutzigkeit mittlerweile ziemlich genervt war. »Sag mir jetzt, warum du fliegen möchtest, Sarah. Wie wäre es wohl? Wie würde es sich anfühlen? Mach es wirklich für mich. Erklär mir mal, wie es sich anfühlen würde, zu fliegen. Ich möchte nicht von dir hören, wie es auf der Erde ist oder wie es ist, nicht zu fliegen. Ich möchte, dass du mir erzählst, wie es ist, zu fliegen.« Sarah schloss die Augen, weil sie allmählich anfing zu begreifen, worauf Salomon hinaus wollte. Und dann versuchte sie es noch einmal. »Fliegen fühlt sich so frei an, Salomon. So wie Schweben, nur schneller. Was würdest du sehen, wenn du fliegen könntest?« »Ich würde unter mir die ganze Stadt sehen. Ich könnte die Hauptstraße sehen und die Autos und die Fußgänger. Ich könnte den Fluss sehen und meine Schule.« »Wie fühlt es sich an, zu fliegen, Sarah? Beschreib das Gefühl des Fliegens.« Sarah hielt mit geschlossenen Augen inne und stellte sich vor, wie sie hoch über ihre Stadt flog. »Es würde solchen Spaß machen, Salomon. Fliegen muss einfach Spaß machen. Ich könnte so schnell wie der Wind dahin gleiten. Ich würde mich so frei fühlen. Es fühlt sich so gut an, Salomon.« Sarah erzählte weiter, völlig in ihrer Vorstellungskraft aufgehend. Und plötzlich spürte Sarah dieselbe Kraft, wie sie in Salomons Flügeln gespürt hatte, wenn er sich Tag für Tag von seinem Pfosten in die Luft erhoben hatte. Sie spürte dieses erhebende Gefühl in sich, das ihr den Atem raubte. Ihr Körper schien einen Augenblick lang tonnenschwer gewesen zu sein, um dann im nächsten vollkommen schwerelos zu werden. Und dann flog Sarah. »Salomon«, schrie Sarah vor Freude, »schau nur, ich fliege!« Salomon flog neben ihr her und gemeinsam kreisten sie hoch über Sarahs Stadt. Über der Stadt, in der Sarah geboren war, in der Stadt, die sie Zentimeter um Zentimeter zu Fuß erkundet hatte, der Stadt, die sie jetzt aus einem Blickwinkel sah, den sie nie für möglich gehalten hätte. »Irre, Salomon! Toll ist das! Oh, Salomon, ich liebe es!« Salomon lächelte und genoss Sarahs überschwängliche Begeisterung. »Wohin fliegen wir, Salomon?« »Wohin du willst.« »Ist ja irre«, entfuhr es Sarah, die auf die ruhige kleine Stadt hinunterschaute. Noch nie hatte sie so schön ausgesehen. Sarah hatte die Stadt zwar schon einmal aus der Luft gesehen, als ihr Onkel sie und ihre Familie mit dem kleinen Propellerflugzeug mitgenommen hatte. Aber als sie damals konnte sie nicht viel sehen, die Fenster waren ziemlich hoch und jedes Mal, wenn sie sich auf den Sitz kniete, um besser sehen zu können, hatte ihr Vater gesagt, sie solle sich besser wieder hinsetzen und sich anschnallen. An dem Tag hatte sie nicht besonders viel Spaß gehabt. Aber dieses Mal war es anders. Sie konnte alles sehen. Jede Straße und jedes Gebäude der Stadt. Sie konnte die kleinen Geschäfte an der Hauptstraße erkennen, Holz-Gemischtwarenladen, Pietz-Drogerie und die Post. Sie konnte sehen, wie sich ihr schöner Fluss durch die Stadt schlängelte. Ein paar Autos fuhren umher und eine Handvoll Leute gingen spazieren. »O Salomon«, sagte Sarah atemlos,
Das ist das Allerbeste, was mir je passiert ist. Lass uns zu meiner Schule fliegen. Ich will dir zeigen, wo ich den ganzen Tag lang bin. Sarahs Stimme verlor sich, während sie auf ihre Schule zuraste. Ja, diese Begeisterung, oder? Genau das ist das. Diese Begeisterung. Wenn wir in unserem Leben uns Dinge wünschen, Inspirationen haben, etwas verändern wollen, wie oft fokussierst du dich auf das, was du nicht hast? Auf das, was dich gerade stört, auf das, was sich verändern soll. Ich kenne das allzu gut. Und ich habe ja eingangs gesagt, ich hatte jetzt die vergangene Woche auch die ein oder andere Herausforderung hier. Ja, ich habe dir auch von meinem neuen PC erzählt, von dem neuen Rechner, der im November zu mir kam. So, und genau dieser Rechner musste jetzt zur Reparatur. Jetzt hatte ich mir das hier alles schick eingerichtet. Der Rechner funktionierte, die Kameras waren so ausgerichtet, wie ich mir das gewünscht habe, das Mikrofon, alles tippitoppi. Und dann ging der Rechner nicht mehr. Das heißt, ich habe ja eine ganze Weile Videos gemacht, aber es funktionierte dann irgendwann nicht mehr. Panik in mir. Ich meine, ich mache ja schon viel Technisches, aber wenn es dann ans Eingemachte geht, dann habe ich dann doch die Panik. Ja, jetzt habe ich tief durchgeatmet und habe mir überlegt, okay, irgendwas muss passieren, der muss zur Reparatur, und habe den Support angerufen, und der war super freundlich am Telefon und Computer hingeschickt. Kann 10 bis 20 Tage dauern, in mir so kurz Schnappatmung. Es kann aber auch schneller gehen. Und ich überlege gerade, ja, letzte Woche habe ich den weggeschickt und diese Woche ist er wieder da. Funktioniert tippitoppi? Ja. Das, was mich jetzt dann noch ein bisschen herausgefordert hat in der Zwischenzeit, war mir zu überlegen, wie ich jetzt hier meinen Platz zum Kartenlegen einrichte, wie ich den Schreibtisch einrichte, ob ich den Rechner wieder dahin stelle, wo er stand, also auf den Boden, oder ob ich ihn doch auf den Schreibtisch stelle. Und auch da bin ich der Freude gefolgt. Was macht mir Freude? Wie möchte ich freudvoll dieses Equipment nutzen? Und ich habe auch schon einen Blogartikel geschrieben, der nannte sich "Der Mensch ist ein Gewohnheitstier", und das fällt mir gerade ein, und das stimmt auch. Wenn wir uns einmal schick und gemütlich irgendwo irgendwie eingerichtet haben, dann möchten wir ja, dass das so bleibt, ne? Dann ist ja so dieses, ich weiß, wo die Karten stehen, ich weiß, wie das Mikrofon ausgerichtet ist, die Kamera und bla. Und wenn sich dann da was ändert, ja, dann sagt das Ego, oh, nein, ich will das aber nicht, ich will aber, dass das so bleibt, wie es war. Das Ding ist, Leben verändert sich ja sowieso immer, oder? Ich muss mal einen Schluck Kaffee nehmen. Und ich merke auch, wie sich durch diese kleineren Veränderungen in mir einiges verändert. Und ich spüre gerade hin, wann hast du deine Flügel verloren?
Ich glaube, wir verlieren unsere Flügel hin und wieder. Wobei ich gar nicht glaube, dass wir die verlieren, denn wir vergessen die. Wir vergessen unsere Flügel hin und wieder, wenn wir nämlich in diesem gewohnten Trott sind. Das Gleiche habe ich jetzt mit dem Tagesenergieblock. Es geht auch schon eine Weile in mir, wo diese Freude in Gleichförmigkeit sich verwandelt hat und mehr und mehr zu einem inneren Muss wird. Du musst diese Tagesenergie schreiben. Bis ich dann mal dies losgelassen habe und gesagt habe, nein, ich kann die schreiben, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich fühle, es ist an der Zeit, die zu schreiben. Ich darf aber dieses Muss loslassen. So, jetzt fühle ich meine Flügel wieder und weiß aber noch nicht so genau, wohin ich fliegen möchte. Ich weiß, dass ich die Möglichkeit habe, da hoch hinaus zu fliegen. Ich weiß aber noch nicht so genau, wie und in welche Richtung. Sarah wollte ihre Stadt von oben sehen. Vielleicht geht es einfach auch darum, mal dein Leben von oben anzuschauen, also mal diese viel besagte Adlerperspektive einzunehmen, mal in diese Beobachterrolle zu schlüpfen und mal hinzuspüren, was hält mich eigentlich davon ab? Was hält mich noch zurück? Wo hänge ich da noch in diesen Gedanken von, was ich eben nicht will? Ich weiß für mich, um jetzt nochmal auch bei der Tagesenergie zu bleiben, ich weiß für mich, dass es mir riesige Freude macht, für dich in den Karten zu lesen. Das ist wirklich eine Herzensfreude in mir. Und was, wenn sich einfach nur die Form verändert? Ist spannend, weil ich jetzt hier für mich mit dir sozusagen zusammen diese Schlüssel da, ja, oder diese Türen öffne oder diese verworrenen Gedanken aufdrösel. Was, wenn ich jetzt gar nicht wissen muss, wie sich das Ganze entfaltet, dass ich einfach nur diese Freude fühlen darf, die Flügel fühlen darf und mir einen Blick von oben auf diese ganze Situation erlauben darf? Also wirklich, ich glaube, es geht darum, Raum zu öffnen für Möglichkeiten. Raum zu öffnen für deine höchste Möglichkeit. Das Katzenorakel quakt auch mit. Mau. Vielleicht sucht er mich auch gerade. Und er guckt auch nur geradeaus. Vielleicht darf der Kater auch mal fliegen, aber der fliegt, wenn er hier durch die Gegend rennt. Und da hat er genug Geschwindigkeit. Du spürst, was ich sagen möchte. Spür in deine Freude hinein. Wie darf sich das gestalten? Wie würde es sich anfühlen? Wie fühlt es sich an, glücklich zu sein, fröhlich zu sein, zu fliegen? Die Richtung, die du dir dann anschaust in deinem Fliegen oder das, was sich damit dann zum Ausdruck bringt, das zeigt sich. Der Weg zeigt sich. Der Weg zeigt sich in dem Moment, wo du dir erlaubst, deine Flügel zu dir zurückzuholen, dich an das zu erinnern, was dir wirklich, wirklich Freude macht innerlich. Ja, auch wenn es im ersten Moment sich herausfordernd anfühlt, gewisse Schritte zu gehen. Die gehören aber dazu.
Du kannst nicht da sitzen bleiben, wo du bist und deine Stadt von oben sehen oder ja, dein Business verwirklichen oder einen neuen Menschen kennenlernen. Das funktioniert alles so nicht. Du musst dich schon bewegen. Du darfst diese Inspiration in dir tragen, dieses Gefühl, und dennoch gilt es, deine Flügel auszuprobieren, zu fliegen. Ein kleiner Adler, der hoch im Felsen in seinem Horst sitzt, der wird üben, seine Flügel zu gebrauchen. Ja, wenn er aber nicht diesen Sprung aus dem Nest wagt und darauf vertraut, dass seine Flügel ihn tragen, wird er jämmerlich da oben in dem Nest verhungern, weil seine Eltern irgendwann aufhören, ihn zu füttern. Da kommt keine Adlermutter mehr angeflogen und bringt eine Maus oder einen Hasen, je nachdem wie groß der Adler ist, und es ist irgendwann rum. Der Adler muss die Entscheidung treffen, zu fliegen. Der muss auf seine Flügel vertrauen. Und so kannst auch du auf deine innere Führung, was symbolisch deine Flügel sind, vertrauen. Und du wirst den Unterschied definitiv spüren und auch in dir wissen, ob es dein Herz ist, dem du folgst, oder ob es die alten Muster deines Verstandesdenkens, deines Egos, deiner ja, alten Verstrickungen sind, denen du folgst. Solange du dich auf das fokussierst, was du nicht kannst, was du nicht hast, wo du vor Wände rennst, ja, solange kannst du dich nicht darauf fokussieren, wie es sich anfühlt, zu fliegen, wie es sich anfühlt, deine Flügel wieder zu dir zurückzunehmen, tief durchzuatmen und dann zu springen und darauf zu vertrauen, dass deine Flügel dich tragen. Ich wünsche dir einen ganz, ganz wundervollen Tag mit diesem Impuls und schreib mir gerne unten als Kommentar, wie sich das in dir anfühlt, was dich da bewegt, wie deine Flügel sich ausbreiten möchten. Und es wird auch wieder im März, das kann ich jetzt schon mal verraten, 3 Plätze geben für deine höchste Möglichkeit für dieses 4 Wochen intensiv Coaching 1 zu 1, ja, daily 24/7, wo wir wirklich tief in dein Thema eintauchen, so dass du deine Flügel gebrauchen kannst, weil das Wissen liegt alles in dir. Es gilt, sich jetzt daran zu erinnern. Also, hab einen ganz, ganz schönen Tag und bis bald, deine Sirut Sabine.